Mal gucken, jetzt bin ich ja mal gespannt. Also eigentlich müsste er wachsen und er wächst. Yay, Nils hat das Let's Play gerettet. Hallo und damit herzlich willkommen zu einem Take von Attack of the B-Team. Und heute mal als Gast der Nils LP1. Hallo. Der ist auch in der Beschreibung drin. Hast du mich gerade geschlagen? Nein. Hat der mich gerade geschlagen? Jetzt habe ich die gehauen. Sofort holt er die Dubstep-Gang aus. Ah, die ist immer wieder gut. Ja. Ich komme wieder zu dir mit TP. So, als erstes, ich weiß, ob du es schon gemacht hast, kümmere mich um deinen Ghostwood-Baum. Ist endlich oh ja, deswegen habe ich das extra noch nicht gemacht, weil Bio und ich hatten ja schon mal einen Take gemacht. Noch etwas vorher. Ja. Da habe ich die ganze Zeit dran gedacht und habe ich gesagt, nee, pass da mal auf, wartest du mal, lädst du Nils mal ein. Der soll das machen. Ja, ich guck grad, ob du irgendwo was hast, was ich dafür brauche. Dann komm mal mit runter. Ja, in den Keller. Es muss nur ein Endermatt. Muss entweder Source Sand oder Netherrack sein. Da müsste ich von beidem was haben eigentlich. Dann müsste er drauf erblühen. Weil es ja so, er ist ja im Nether und da muss es halt ein Nether-Material sein, das. Jetzt sag mal nicht, wir haben alles mögliche eingesammelt, aber Netherrack habe ich, Soul ja. Sand habe ich bisher noch nicht gesehen. Ja, aber Netherrack müsste dafür auch funktionieren. Dann nimm mal den und ich habe doch bestimmt irgendwo die Ghostwood. Die Ghostwood-Setzlinge. Wo haben wir die Ghostwood-Setzlinge? Sind die hier drin? Nee, hast du geguckt, ob die oben irgendwo in den Truhen sind? Nein, ich habe oben bis jetzt nur eine Truhe reingeguckt und da habe ich bis jetzt noch nichts, da war nichts drin. Dann schau mal nach, weil es könnte sein, dass er noch oben auf dem Berg irgendwo sitzt. Oh, nein! Verdammt, jetzt ist da wieder Blut drin. Nee, doch nicht. Glück gehabt. Hätte jetzt Blut drin sein können. So, haben wir Pflanzen irgendwo. Pflanzen. Da habe ich Tee, Äpfel habe ich hier noch. Okay. Ja, in der letzten Take hatten wir ja ein ganz, ganz kleines Problem und das war ein großes, nämlich habe ich kein Rubber gefunden und wir brauchen ganz, ganz dringend Rubber. Mhm. Und du wirst es mir geben. Ja, okay. Also ich will aber keinen Bus bauen heute. Oh. Das können wir morgen machen oder am Freitag. Mal gucken, kann man schlafen oder braucht man da zwei Betten für? Ich glaube, dass ich hier drauf ist, mit die Hälfte schlafen muss. Macht der hier die Truhen auf? So. Haben wir hier keine Wolle? Haben wir keine Wolle? Wir können auch ganz einfach mit... nee. Hättest du Rubber Wood hier gehabt, hätten wir auch Glue machen können, mit den Liquid-Table-Dingern, da kann man auch mit Rubber schmelzen. Ja, das ist gut, schön und gut, aber wenn ich keinen Baum habe, habe ich auch kein Holz, ne? Ja. Alter, sind das Krumskrums drin. Das kann weg. So, aber bevor wir jetzt dann auf große Tour gehen, mache ich dir kurz den Ender. Noch deinen Ghostwood-Baum fertig. Ja, setz ihn mal irgendwo hin, wo noch Platz ist. Ja, ich muss erstmal hier von Zombie abbauen. Ja, deswegen hätte ich vorgeschlagen, dass wir mal eben schlafen gehen. Ich baue dir auch extra ein Bett. Wenn du Sawmill hättest, können wir... Gibt's auch... Nee, das war falsch. Ja, ich wollte schon sagen, Sawmill kann man noch... So, aber ein Rubberwood schon wieder. Ich vergesse immer, wie hast du kein Rubberwood haben. Ach ja. So, dann packe ich mal den ganzen Quatsch hier rein. Eine Dragunov-Muni habe ich noch ganz viel. Die Dubstep-Gun tue ich auch mal hier rein. Die Chisel kann hier auch erstmal rein. Lohnruten. Muskel brauche ich keine. Ich Redstone-Ofen auch nicht dringend. Dann komm mal mit hoch.
Ja, ich komme. Was hältst du von dem Raum hier? Ich weiß nicht, ob du das Let's Play gesehen hast. Hier ja, also ich guck's. Ich hab's jetzt noch nicht so mitverfolgt, aber sieht... Von was ich gesehen habe, sieht doch ganz geil aus hier. Unten. Ja, ich war ein bisschen kreativ. Ja, sieht auch ganz schön aus, die Abschussrampe. Eigentlich sieht alles ganz geil aus. Ach, jetzt wird's Tag, oder was? Na toll. Baue ich dir extra ein Bett und es wird Tag. Na toll. Ja, falls dann Bio nochmal dabei ist. Guck mal, wie schön ich hier ein Doppelbett gebaut hätte. Jetzt hätten wir nur noch eine Decke gebraucht und hätten wir einen Bus bauen können. Also, das kannst du noch machen mit Iron Castings hier so Art, als wär's so ein Hochbett. Oder ja, wenn nächster Bio dabei ist, Bio Bus bauen. So, hoch irgendwo. Boah, jetzt kommen mir wieder Sachen zugeflogen, ne? Ja, das Dumme ist, du kannst dich bestimmt in gar nichts verwandeln, ne? Ich kann dich killen, da kann ich mich nicht verwandeln. Oh. Und ich hab recht gehabt, du hast immer noch oben an den Zeppling stehen. Oh. Hast du vielleicht Bone Meal, dann könnten wir es sogar jetzt ich hab Knochen. Ja, dann machen wir ein bisschen... Bone Meal. Mal gucken, jetzt bin ich ja mal gespannt. Also eigentlich müsste er wachsen unterwegs. Yay! Nils hat das Let's Play gerettet. Und jetzt mache ich schon alles mit weißen Bäumen voll. Lol, wie viele hast du denn davon bekommen? Die waren alle da drin. Du hast mir 17 gegeben, einer war noch hier. 18 Stück, jetzt einer gepflanzt, also muss 17 bekommen haben. Nein, 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 von wo kommen die denn alle? Also wenn jetzt dich killen würde, würde ich dich als Verwandlung haben. Jetzt wenn ich habe schon lange kein Attack of the Beat mehr gezogen. Ich weiß nicht mehr, als ich Verwandlung aufrufen könnte. Okay. Also wir müssen theoretisch in eine Höhle und gucken, ob wir eine Fledermaus suchen, dass du die töten kannst, dass wir uns in irgendwas verwandeln. Ja, aber ich muss erstmal wirklich gerade Einstellungen gucken, wo nochmal. Advanced Genetics nicht. Wo war das nochmal? Minions, Dragon, Morph. G. Wie kann ich mal das Morph-Menü aufrufen? SZ. Options, Controls. Configure. Wie ist das eigentlich damit? Ach du Kacke. Da muss ich mich doch nochmal informieren, bevor ich jetzt hier irgendwas Falsches anklicke. Oh, dann werde ich nächsten Take vielleicht mal gucken, dass ich ein bisschen mit Minions arbeite. Das war glaube ich die Taste Z. Ja, aber da muss man Sachen einstellen und ich will da jetzt nichts falsch machen. Du musst einfach ein bisschen auf gut Glück arbeiten dabei. Ja, gut Glück, das ist überhaupt nicht mein Fall. Weil wenn ich das mache, dann sterben Menschen. SZ, öffne dich. Nö. Ö? Nö. Das ist die Favoritenleiste. Ja, ich hab, glaube ich, irgendwas mal so, Controls. Oh. Sag mal, soll denn das? Nein. Ist das Skype? Oder was fickt mich da wieder? Ich gehe noch mal kurz raus und gehe ins Hauptmenü, von da kann ich die Controls besser handhaben. Das kannst du tun. Theoretisch kann ich schon losfliegen und du TP'st dich dann einfach mal. Genau. Ach, da haben wir noch Gold, sehe ich gerade. Ich will einfach mal just for fun alles mit Gold füllen. Mhm. Also den Tinkers Construct. Ja, verdammt, jetzt ist da Blut vor mir drin. Dann wird das nicht angezeigt. Alter, Blut. Millibuckets 5. Verdammt. Ich bin so ein Idiot. Aber Blut schwimmt oben, das ist doch gut zu wissen. Genau. Transmode, Map Writer. More. Ich habe nur einen Teil für Morph und das kann ich mit Click 4K Bindings Morph. Oder gibt es noch was anderes außer Morph, mit dem ich das machen kann? Okay. Ich habe bei mir nur einen Morph-Befehl, das ist halt
Damit kann ich nur K-Winnings machen. Das finde ich ein bisschen komisch, weil es sind doch Standards eigentlich. Ich kann auch mal... Jetzt... So... Jetzt gehe ich jetzt mal auf... Options, Controls, All. Drop. Wenn ich genau wüsste, was für ein Morph, Mod das außer Morph gehört, will ich es besser, glaube ich, finden. Better Storage. Okay, nein, das ist... Das ist so ein geiles Biom hier mit diesem Gravelberg. Das hätte auch noch in NBC APT gepasst. Aber das ist jetzt ein bisschen zu spät. Mhm. Also man kann es natürlich immer noch einfügen. Aber das wäre nicht mehr so gut für unser Let's Play. Oh. Irgendwie ist bei mir, glaube ich, das Ding verbuggt, weil ich kann nur bei Morph 1 öffnen. Ich kapiere es nicht. Ja. Naja. Nee, warte. Lol. Müsste ich mich nicht in dich verwandeln können, nachdem ich dich getötet habe? Ja, eigentlich schon. Wie habe ich das nicht bekommen? Dann ist irgendwas verbuggt, weil ich kann... Super Schuld. Ich hole mir gerade mal so ein bisschen Holz hier. Mhm. Einfach nur, weil ich das richtig cool finde. Ich mag das Holz zu sammeln, weil ich finde... Ich weiß nicht, Holz finde ich irgendwie super cool. Deswegen mag ich Forestry und Extra Trees auch so gerne. Weil das einfach halt diese geilen Holzsorten zufügt. Nicht wegen den Bäumen, sondern einfach wegen dem Holz finde ich das so cool. Ja. Weil damit kann man so schön Sachen bauen und Holz finde ich an sich ist ein cooler Baustoff. Mein Lieblingsbaustoff übrigens. Mhm. Das ist auch der Grund, wieso ich einen YouTube-Kanal führe und damit Fans in eine Falle locke, um sie zu vergewaltigen. Ach, ich verdammt, wir nehmen auf. Verdammt. Ich hab die Taste gefunden, ich Beste. Du Beste. Ich Beste. Naja, ich Beste. Na gut. Du, aber ja. Nur heute. Yay. So. Ich find's immer noch cool wegen Pizmeat. Ja. Das werden ja einige schon wissen, vor allem die Pizmeat gucken. Das ist auch ganz... Also ich fand's auch ganz geil, als du mir geschrieben hast heute. Ja, ich war ein bisschen... Außer Häuschen, nee, wie sagt man, aus dem Häuschen, nee. Ja, doch, aus dem Haus. Du warst aus dem Haus, aus dem Häuschen. Du hast dich so gefreut. Einfach nur, weil ich es einfach cool finde, dass meine Tutorials nicht nur bei Kleinzockern ankommen, sondern dass sich das auch größere YouTuber angucken. Dass ich damit Menschen helfe, die Probleme haben. Oder so. So, hier ist eine Hexe. Ja geil, jetzt habe ich das geöffnet, jetzt geht's weg, geil. Sag mal, was ist das mit dem Visier? Was für Visier meinst du gerade? Irgendwas stimmt doch nicht mit dem Flansmod-Visier. Oder liegt das daran, dass ich eine Fledermaus bin? Könnte, glaube ich... Ja, es liegt daran, dass ich eine Fledermaus bin. Mal kurz gucken, was ich damit machen möchte, ob das... Was da gebraucht wird für. Jo. Hexen snipe ich jetzt einfach weg. Das ist so super. Das wäre cool, wenn man das noch irgendwie mit Feuer entschärfen könnte. Ich könnte sogar, wenn jetzt allein auf die Suche gehen möchte nach Sachen, mich schon mal um die Sachen vielleicht für die DNA und sowas kümmern, was ich schon mal gesagt habe. Okay. Kann dann auch die Unendlichkeitsmaschine bauen. Du, da bin ich dabei, aber dafür brauchen wir Gummi. Ach, da brauchen wir Gummi für die Lava. Ja, wir und ich waren in dem einen Take in der Hölle. Ja. Und haben Lohnrouten, Magma Cream und so weiter. Habt ihr auch schon Obsi? Obsi haben wir genug, glaube ich. Gut. Da sollte ich genug von haben. Problem ist immer noch Gummi. Das ist das Einzige, was jetzt noch fehlen dürfte. Ja, gut. Dann helfe ich Thorsten, dann helfe ich jetzt dort mal suchen und dann kann es losgehen. So, ich guck gerade mal, das sind alles normale Eichenbäume hier. Ich
habe gerade kurz Hoffnung gehabt, aber nee. Ich weiß gar nicht, ob die in den neuen Biomen überhaupt vorkommen können. Was schwierig wird, weil ich habe bisher noch kein einziges... Doch, eins habe ich gesehen, aber sonst sind die ganzen Biome alle so neu. Was haben wir hier? Ach, das ist Wasser, das hat einfach eine andere Farbe. Das sind auch interessante Bäume, muss ich sagen. Hast du Schleimbälle? Du brauchst Pink Slime, ja, dann lass zurückgehen, damit kann man auch Rubber machen. In Redstone Furnace. Warte mal. Das habe ich gerade mit, ich habe gerade Rubber eingegeben, da kann man eigentlich mit pinken Schleim, mit normalen Schleimbällen oder diesen von Tinkers Construct. Meinst du jetzt diesen Gummiriegel da oder was genau? Ich kann jetzt, ja, den kann man damit machen. Kautschuk, Kunststoffball, Tatsache! Nice! Ja. Du bist mein Held. Schon wieder? Jetzt, ja, wir irgendwie durch jede Patsche zur Zeit ein bisschen. Gestern erst, jetzt heute. Du bist gut. Ja, deswegen bin ich auch Admin. Deswegen bist du Henker sogar. Bald. Oh. Oh, hab mich erschrocken. Ihr habt unten nicht gut ausgeleuchtet. Das kannst du hier... Ne. Das, es war gerade ein Creeper unten. Ach, der ist so bestimmt durch die Haustür gekommen. So, ich bin natürlich wieder voll bis zum geht nicht mehr. Ja, ich suche jetzt gerade Schleimbälle. So, ich werde mal ganz kurz den Redstone Ofen platzieren. Hast du schon den Schleim gefunden oder soll ich noch was suchen? Nö, ich weiß, wo der ist. Na gut. Ich wusste vorhin, wo der ist. 14 Stück haben wir. Ja, da kann man 14 Dinger mitmachen. Du kannst eigentlich jeden... Ich mach erstmal nur 8. Was fehlt? Dass er nicht will? Power vielleicht? Ne, der hat Strom. Das ist kein Problem. Okay. Oder ist das Redstone-Signal? Ja, genau, das wollte ich gerade gucken. Ich glaube, es ist Redstone-Signal, was da noch umgelegt werden muss. Ich habe jetzt mal auf Ignorieren geklickt, aber irgendwie... Der leitet keinen Strom durch. Ja, aber der ist doch voll mit Strom. Jetzt da, guck mal, geh mal oben auf Energy. Power Usage wird da nicht angezeigt. Ja, weil er nicht arbeitet, aber voll ist er ja. Ja, pack mal irgendwas, ich guck mal, ob irgendwas anderes darin erarbeitet wird. Gib mir irgendwas, dass man in Furnace, nee. Der hat irgendwie... Warte, jetzt vielleicht? Jetzt halt dann, zeig doch, ja, jetzt müsste es gehen. Jetzt packe ich es rein. Die will er wieder nicht. Warte, Usage. Jetzt zieht auch keine Power mehr an. Warte. Gummi. Rezept. Redstone Ofen. Lass mal mit dem... mit dem blauen Schleimball probieren, ob das... funktioniert. Ich verstehe es nicht. Wenn er anzeigt, das soll funktionieren. Ja. Komisch. Komisch. Will ja kein Output geben. Der zieht auch keine Power mehr an. Sehe ich gar... Jetzt schon. Jetzt zieht er Power an. Also müssen wir doch nochmal eine Weltreise machen. Ja, ich guck gerade nochmal durch die ganzen Rezepte, ob man noch etwas findet, was man noch nutzen kann. Oh, ich muss sortieren, ich muss bald sortieren. Ach du Kacke, ach du Kacke. Dann ist das wohl so, dann muss ich bald anfangen, hier mal ein bisschen sortieren. Mir wurde ja auch gesagt, ich soll mal... ein Lagersystem bauen. Lagersystem bauen. Ja, aber das gebe ich einen Tipp.
Nimm dir dafür viel Zeit. Das ist Arsch. Das dauert arschlang, bis du das hast.